Ich habe TikTok-Ads angeschaut, in denen Geldversprechen oder sogar Geldverdienmethoden promotet wurden und habe sie auch getestet. Unter anderem mit dabei ist das plattforminterne Creativity-Programm, Sportwetten-Tabs und sowas hier. Mama, I'm a criminal. Mama, I'm a criminal. TikTok. Entweder man liebt es oder man hasst es, aber jeder kennt's. 2022 war es die am häufigsten heruntergeladene App. 1,6 Milliarden Nutzer, von denen 65% monatlich aktiv sind und dann sogar durchschnittlich 95 Minuten in der App verweilen. Grund dafür ist vor allem der extreme Algorithmus, der unser Nutzerverhalten so detailliert scannt, dass er ganz genau weiß, welches Video als nächstes kommen muss, damit wir das Handy eben nicht weglegen. Was aber nur gut für unser Experiment ist, denn ich werde meine Interessen jetzt gleich resetten. Dafür gibt es ein eigenes Feature und dann kann ich ganz gezielt nach Geld verdienen, Side-Hustles, schnell reich werden und Co. suchen, sodass er mir im besten Fall dann genau diese Werbung auch anzeigt. Denn auch wenn Unterhaltungskontent, Tanz und Lip-Sync immer noch den Großteil der Inhalte ausmachen, da der Ursprung die App Musical.ly war, findet man doch immer mehr Business-Content dort und auch solche Videos. Es geht um PayPal, ich sag euch, wie ihr Geld macht. Hört mir zu und die fahrt mit 18 einen Benzer. Nimm ein Blatt und Stift, schreib diese Methode auf. Wer weiß, wie lange sie geht, deswegen nutzt diese Methode aus. Ihr geht zum Bitcoin-ATM und legt da Geld rein. Scannt eure Wallet und da sollte dann das Geld sein. Was zwar keine Ad war, aber was dahinter steckt, will ich trotzdem wissen, weshalb ich die Spur auch mal verfolge. Ich wische mich auf jeden Fall durch, meld mich dann mit Updates. Lang hat es nicht gedauert, da kam erstmal von TikTok selbst die Ad der hauseigenen Beta des neuen Creativity-Programms, welches eine Alternative zum bisherigen Creator-Fonds darstellen soll. In den USA gibt es das schon etwas länger und hier posten Creator wirklich utopische Summen, die sie angeblich damit bereits verdient haben. Um beizutreten, braucht man ein persönliches Konto, mindestens 10.000 Follower, 100.000 Aufrufe in den letzten 30 Tagen und muss Videos veröffentlichen, die 60 Sekunden oder länger sind. Was smart gemacht ist, denn so kann man eben die Shorts von YouTube nicht einfach recyceln, da diese ja wieder unter einer Minute sein müssen. Die Bezahlung dann läuft aber ähnlich wie hier, also eine Umsatzberechnung pro 1.000 Aufrufe. Nur dass der RPM auf diesen TikTok-Screens um einiges höher ist als hier bei YouTube-Shorts. Da haben wir nämlich dieses Jahr 122 Millionen Aufrufe gemacht und dafür 6.260 Euro bekommen. Rechnet das mal nicht mit den RPM von TikTok hoch. Wir tricksen trotzdem das System ein bisschen aus, dass wir nicht so viel neuen Content machen müssen und splitten diese Videos hier einfach in Parts. Das kommt bei TikTok sowieso ganz gut an und so können wir über den ganzen Monat hinweg jeden Tag 5 bis 10 Videos hochladen. Danach habe ich diese Werbung bekommen, nämlich von Timeless Investment und werde sie an der Stelle selber weiterführen, da sie der Sponsor des heutigen Videos sind. In der App kann man nämlich als Kleinanleger ab 50 Euro in begehrte Sammlerstücke wie Autos, Uhren oder auch Sneaker investieren und dann entweder aktiv die Anteile traden mit anderen Nutzern oder warten, bis Timeless die verkauft. Wie hier mit 23,9% Rendite die Air Force One, 40% bei dem Picasso und viele weitere, wo ich selber investiert war und man dann jeweils eine Mail bekommt und das Geld landet direkt auf dem Bankkonto. Mit unserem Link in der Videobeschreibung könnt ihr die App runterladen, bekommt dieses Mal aber nicht nur 10 Euro Startguthaben, sondern habt die Möglichkeit, in unser eigenes exklusives Community Asset zu investieren, welches ab jetzt verfügbar ist. Diesen Nike Air Jordan 12 Gameball Sneaker gibt es weltweit einfach nur 12 Mal. Und er wurde von der Jordan Brand exklusiv für gesponserte NFL-Athleten hergestellt, weshalb das Ding auch nie im Einzelhandel war. Der Marktwert liegt 14,3% über dem Droppreis und der Schuh hat seit Release 2019 über 177% jährliche Wertsteigerung hingelegt. Es gibt insgesamt 560 Anteile und die sind erstmal alle reserviert für unsere Community. Ja, und dann war da noch diese Ad hier, nämlich eine spontane Straßenumfrage, die beworben wurde. Sorry, ganz gute Frage. Wie viel Geld hast du aktuell auf dem Konto? Boah, ich glaube so 9k ungefähr. 9k ungefähr? Ungefähr, ja. Wie alt bist du? Ich bin 19. Echt jetzt? Ja. Können wir sehen? Boah, krass, können wir zeigen? Zeig halt, ich habe kein Problem damit. 9.454,38 €. Ja, genau. Was arbeitest du? Ich bin gerade in der Ausbildung, aber nebenbei benutze ich so eine App, weißt du. Wie heißt die App? Oder was machst du da besser gesagt? Also Bruder, ich habe eine App, die heißt rewards.de und keine Ahnung, ich und meine Freunde benutzen das alle zusammen, weißt du. Wie viel verdient man so ungefähr? Boah,
So in 50 Minuten, eine Stunde machst du so 50 Euro ungefähr. Hast du schon mal? Ja. 50 Euro in der Stunde, das werde ich jetzt testen, ob es wirklich stimmt oder die Hand davor war, weil die 9.000 im Sparkassenhaushaltsbuch waren, wo man tatsächlich jede Summe eingeben kann. Wir wissen es gleich. Die ersten Ergebnisse sind da. Fangen wir mal mit der App an von gerade. Rewards.de, natürlich auch als Browserversion verfügbar. Hier bekommt man ähnlich wie bei anderen Anbietern, die wir ja auch schon gesondert getestet haben, kleine Beträge für Minijobs. Wenn man sich einloggt, sieht man, welche Aufträge gerade verfügbar sind und wie viel man maximal verdienen kann. In meinem Fall war das jetzt knapp 800 Euro, aber lasst euch davon nicht blenden. 10 Punkte sind 10 Cent und die bekommt man direkt zum Start geschenkt, wenn man seine Mail bestätigt, was gleichzeitig auch das komplette System erklärt. Daten für Centbeträge. Ab 2000 Punkten, also 20 Euro, kann man sich das Ganze über PayPal dann auszahlen lassen und angefixt wird man direkt am Anfang durch den 15% Startbonus auf alles für die ersten 5 Stunden. Die höchsten Rewards kann man beim Spielen von MOBA-Games erfahren. Raid Shadow Legends, Monopoly, Go und Co. Allerdings wird man hier in einer Stunde, wie in der Ad, gar nichts reißen. Chris hat dankenderweise den Part übernommen und für 2 Stunden Dice-Streams 50 Cent bekommen und für 30 Minuten Solitär nochmal 18 Cent. Will man eine lukrativere Vergütung, muss man eben auch sensiblere Daten verkaufen. Den Part habe ich dann übernommen, aber macht das auf gar keinen Fall nach. Bei Lottoland habe ich nämlich ein El Gordo Los für 4,99 € gekauft und zur Verifizierung meinen Perso hochgeladen, wofür es dann 12,50 Euro gab. Für das Ausfüllen eines Telekom-Gewinnspiels gab es 1,10 Euro und mit Sicherheit eine Menge Spam-Anrufe die nächsten Wochen. Und weniger Glück hatte ich bei den Umfragen. Da wurde ich nämlich jeweils kurz vor Ende rausgeworfen, so bei 70-85%, und da gab es gar keine prozentuale Vergütung. Selber gepasst habe ich beim Eröffnen eines Commerzbankkontos, wofür man 20 Euro erhält. Und meine Steuererklärung über Taxfix wollte ich auch nicht machen, beziehungsweise war mir kein Zehner wert. Wir halten also fest, 16,50 in circa 3 Stunden minus das El Gordo los macht 11,16. Wer sich jetzt fragt, warum die App trotzdem so gut bewertet und reviewed wird, der muss sich einfach mal das Affiliate-Modell anschauen. Denn du hast einen eigenen Promocode und für jeden Nutzer, den du anwirbst, kriegst du 50 Cent und 10% auf alle seine Einnahmen. Dafür gibt es aber das erste positive Update beim TikTok Creativity Program, weil unsere Videos zum Laufen anfangen. Part 3 und 4 von Gefährliche Hacker Gadgets haben beide über 50.000 Views und jeweils 25 Euro eingespielt. Und 0,46er RPM ist halt eine Ansage. Also wenn die Videos mal irgendwie über Nacht auf eine Mille gehen, ist das schon ziemlich krass. Genauso wie diese Ad, die ich gerade bekommen habe, aber ich zeige die euch mal. Heute habe ich einen neuen Tippschein gemacht. Die Tipps dafür habe ich von Clever Tipps erhalten, genauer gesagt für Einzel- und Kombi-Betten. Hier ist mein Tippschein. Die Tipps erhaltet ihr 14 Tage lang kostenfrei. Klick hier und check das Ganze mal ab. Kostenfrei? Aus 20 Euro über 700 machen? I'm in. Dahinter verbirgt sich ein Service für Fußball-Sportwetten, ähnlich wie die Signalgruppen, die wir ja auch schon getestet haben, aber ganz so kostenfrei, wie es in der Ad heißt, ist es nicht. Tippe wie ein Profi, bis zu 82% Trefferquote. Klickt man jetzt aber auf Bestellen, muss man die Testphase für 1 Euro aktivieren, woran sie natürlich nichts verdienen, weil es die Gebühren für den Versand sind. Dann bekommt man 14 Tage die Tipps im Messenger und kann sie anscheinend bei jedem Wettanbieter nachspielen. Danach kostet 87 Euro für 3 Monate und hier oben haben wir auch nochmal den schönen Bait, wie aus 50 Euro jetzt sogar 950 werden. Wir probieren es einfach, um zu sehen, ob sie annähernd an die 82% kommen in den 14 Tagen, weil wenn hier wirklich Kombi-Wetten gespielt werden, was die Beispielrechnungen ja suggerieren, dann ist das nahezu unmöglich. Genauso wie diese Werbung hier. Ja, Zinsen steigen. Aber was, wenn ich dir jetzt sage, dass du trotzdem noch Kreditangebote ab 0,68% Zinsen findest? Und das Ganze in nur wenigen Minuten. So geht's. Du stellst erstmal eine kostenlose Kreditanfrage bei Smava und erhältst Angebote von über 20 Banken. Dann schließt du deinen Kreditantrag online ab. Das war's. Wir haben das Ganze ausprobiert. Dankenderweise mal wieder mit Chris seinen Daten. Könnt also mal den Kanal abonnieren. Macht die 400.000 voll dafür, dass wir uns in diese ganzen Datenfallen stürzen. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, das Ergebnis ist nicht so wie promoted. Mit den echten Angaben, einen festen, unbefristeten Arbeitsvertrag bei einer Medienagentur, lautet das Ergebnis 50.000 Euro auf 84 Monate für 7,64% Jahreszins. Mal davon abgesehen, dass es mehr als fragwürdig ist, ein Sofortkredit
Kredit zum Black Friday zu bewerten, dürfte der Zinssatz unter 1% hinkommen, wenn du dir 1000 Euro für 6 Monate leihst und 800 Euro Anzahlung machst oder so. Genauso irreführend wie diese Kreditkartenwerbung hier, wo es heißt, hey, mach dir doch eine neue Karte und zieh dir einfach mal 4000 Euro, wenn du gerade broke bist. Auch hier muss natürlich Bonität nachgewiesen werden, ein regelmäßiges festes Einkommen und dann zahlst du einfach mal 24,6% Zinsen auf den Dispo-Kredit. Wer das Angebot trotzdem angenommen hat, kann vielleicht das Ganze abbezahlen mit dieser Ad hier. TikTok zahlt für das Bestehen von Captchas. Die Stelle ist in Deutschland zu besetzen. Klicken Sie auf Mehr und beginnen Sie am Bestehen von Captchas zu verdienen. Was soll ich euch sagen? Tatsächlich öffnet sich dann ein Capture-Spiel in Telegram, der Peppybot, wo man bei jeder richtigen Auswahl 1 Euro im Chat gutgeschrieben bekommt. Wenn man auszahlen will, soll man hier die Bankdaten eingeben oder das Ganze über Telefon machen. Als wäre das aber nicht schon fishy genug, wurde ich dann in der Gruppe Glück in Millionen begrüßt von diesen sympathischen Herren. Ist natürlich alles kompletter Scam, du wirst aufgefordert, Werbung zu schauen, Daten einzugeben. Ich würde so auf einem Level sehen mit dem Erben des nigerianischen Prinzen. Nicht ganz so schlimm, aber auch am Versprechen vorbei ist Clever Tipps. Anfangs muss man nämlich ein Quiz machen, ob der bisherige Wettanbieter für ihre Analysen funktioniert. Wir erinnern uns, auf der Website hieß es ja, es geht mit jedem vorhanden. Beziehungsweise du kannst deinen, den du schon hast, benutzen. Egal was du hier aber angibst, es kommt immer der Screen, wo sie dir vorschlagen, einen Account bei Bet at Home zu machen. Sogar wenn du Bet at Home eingibst, weil natürlich ein Affiliate dahinter steht. Von den 48 Tipps sind 25 aber aufgegangen, 23 ergo nicht, was eine 52%ige Trefferquote entspricht. Beim TikTok Creativity Program kamen 1103 Euro zusammen, es wurden allerdings auch nur 414.000 Views angerechnet, was in gar keinem Verhältnis zu den realen steht. Die Definition von TikTok selbst, wann ein View als qualifiziert gilt, ist halt extrem schwammig. Hier heißt es lediglich Interaktion und Authentizität als Indikatoren, aber dazu kommt, dass unsere Sportwetten-Experimente gelöscht wurden, da sie gegen die Richtlinien verstoßen würden. Gleichzeitig habe ich aber eine Menge Casino-Slot-Werbung gekriegt. Und bezüglich des allerersten Videos kommt vielleicht nochmal ein gesondertes, da müssen wir vorher aber ein paar Dinge abklären. Es bleibt also zu sagen, Geldversprechen sind immer mit Vorsicht zu genießen, auf TikTok aber wohl besonders. Schreibt gerne eure eigene Erfahrung in die Kommentare. Ansonsten hoffe ich, das Video hat gefallen, wir konnten etwas aufklären. Abonniert den Kanal, checkt auf jeden Fall Timeless ab, 10 Euro Startguthaben und ihr habt die exklusive Möglichkeit, Anteile von den Sneaker zu bekommen. Und jetzt solltet ihr auf jeden Fall nochmal dieses Video abchecken. Ist auch gut. Hat mit Geld zu tun. Oder?